ich bei mir dabei stehe, als mentale Verstärkung. Ich bin doch gesucht. Ja. Ich bin wanted. Ja. The most wanted. Ja. Also, wir sind jetzt gerade Kaiserslautern Stadtsparkasse. Da findet heute die Verleihung für Sportler des Jahres von der Rheinpfalz statt. Ich war ja nominiert und ja, mal gucken, ob ich auch gewählt worden bin als Sportler des Jahres. Ich habe dich gewählt. Ne? Ja, das ist die Hauptsache. Konkurrenz ist stark. Ich glaube, jeder hat es verdient. Mal gucken, wie es ausgeht, gell? Die habe ich zum Beispiel gewählt. Weil Frauen spielen mittlerweile auch ganz gut Fußball. Ich habe gar nicht gewählt, ich habe nur den Michael Salz gewählt. Alle anderen haben die Pick schon gewählt. Was geht? Hi. Ach so, hier die Vertreterin, ne? Ja, ja. Ich bin dran. Ist gute Chance, oder? Mal gucken. Ja, sowieso. Bis morgen, nächste. Ich hoffe, was vielleicht noch. Du hast Haare geschnitten, haben wir nicht weg? Ja, wir sind morgen gehen. Also, ich weiß gar nicht, bei wem. Wir haben also Termine gemacht, beim oder Abbas. Bist du jetzt dann? Ich habe noch ein paar Haare. Ich kann die aufschreiben. Ich kann die aufschreiben. Ja, ganz bestimmt. Ich, wirklich? Betonisch quasi. Ja? Bist du im Übergang locker? Ah, du hast ja meinen. Ich hab früher wirklich schon im Internat bei uns in Nürnberg, habe ich allen Jungs immer die Haare geschnitten. Also es war krass. Ja, okay, aber haben die Haare wie ihr zwei gehabt oder wie ich? Ja, auch so wie du, ja. Ja, alles. Mein bester Freund, der ist, kennst du ja auch, ist Tschetschener und immer wenn er nach Russland geflogen ist, zu seinem Vater, der durfte die Haare nicht so haben. Da musste ich immer komplett alles abrissen. Ne? Ja, das kriege ich auch noch in Klötze. Aber dann irgendwann, klar, wenn du dann so anfängst, nochmal mein Übergang und alles, dann war gut. Ist der Schnitt wahr? Entweder schwitze ich, weil mir warm ist, oder? Mein Gott, was ist für kalt sind. Steigen in den Ring mit irgendwelchen Monstern. Ja, und dann sind sie nervös hier, wenn sie mal kurz auf die Klinge vielleicht füße. Schmidt ist auch noch unterwegs, ne? Und der auch. Ja. Ich lasse Schmidt einfach für mich reden, genau. Bitte? Ich lasse Schmidt einfach für mich reden, dich. Ich kann ja was erzählen. Warum machen wir heute den Tag? Da ist meine Mitarbeiter von heute Morgen um 6 Uhr bis Nachmittag so 16 Uhr nur geärgert habe. Mhm. Ja. Ja, kannst du machen. Mit welchen Wörtern ich die beleidigt habe. Warum sie mich nicht leiden können. 90, hör auf. Steht das an? 102. Nee, 101. Im Ernst? Ja, ich hab mir gedacht, wenn ich mit der Stunde spare. Hör auf zu denken, Mann. Oh Gott, das ist schon hoch. Ja. Fucking, aber das ist 2,5 Kilo Muskelmasse. Ich hab Kilo Haschen, ja, 100. Ach, oder erzähle, ich hab mir gedacht, weil ich ja meine Fernsparring machen soll. Ja, ja, dann. Ich mir Masse hab. Ach so. Ach ja, jetzt. Ausreden haben aber die. Aber hey, der Doktor hat gesagt, der hat mich ausgemessen, das ist 3 Kilo Muskelmasse. Stimmt's? Die Kamera aus ist, und eine halbe Stunde. Ich hab den Zettel noch irgendwo. 3 Kilo Muskelmasse. 3 Kilo Muskelmassage insgesamt. So, ich habe das Signal gekriegt, wir können anfangen. Wir sind ziemlich vollständig. Ich möchte Sie heute Abend hier alle begrüßen zur Rheinpfalz Sportlerwahl. Mein Name ist Christian Klingels, ich bin der Leiter der Lokalredaktion hier in Kaiserslautern und freue mich, Sie als Sportlerinnen und Sportler hier heute zur Rheinpfalz Sportlerwahl im Deutschlandsaal begrüßen zu dürfen. Ein ganz besonders herzliches Willkommen natürlich an die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller des heutigen Abends, nämlich an Sie, liebe Sportlerinnen und Sportler. Sie haben im vergangenen Jahr ganz herausragende Leistungen vollbracht und sind deswegen zur Sportlerwahl nominiert worden. Ihnen ein herzliches Willkommen. Platz 4, Urkunde und Sekt geht an einen DN-Meister. 354 Stimmen für den Boxer Michael Salz. Hallo Herr Salz. Hi. Herzlichen Glückwunsch. Servus. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
Herr Seitz, wenn man das so sieht, ich hab mal so probeweise geboxt. Ich fand das unglaublich anstrengend. Was machen Sie für die Kondition? Das kann ja nicht nur übers Boxen kommen. Was heißt nicht nur übers Boxen? Also Sie natürlich, boxen immer zu Training, ist hauptsächlich Boxen? Ja, hauptsächlich Boxen, also Boxen trainiert man am besten mit dem Boxen. Okay. Natürlich mache ich auch Athletiktraining. Ich muss halt laufen gehen, was ich gar nicht mag, aber es muss sein. Und ja, so wird man dann irgendwann fit. Ja, ich dachte schon, also es muss ja noch irgendwie was anderes dabei sein. Wie oft haben Sie richtige Kämpfe? Das ist immer unterschiedlich. Also bestenfalls 2 bis 3 Mal im Jahr. Aber jetzt zur Zeit sieht es bei mir ganz gut aus. Also ich komme langsam im Boxen voran und da kann man dann auch nicht mal 3-4 Mal im Jahr boxen. Also das boxt man vielleicht 2 Mal im Jahr, weil die Kämpfe werden immer härter und da muss man sich auch erholen. Und ja, wie gesagt. Wann ist der nächste Kampf? Am 24.06. in Ludwigsburg. Und das wird auch auf The Zone ausgestrahlt, weil es jemand sehen will, einfach The Zone anschalten und dann. Okay. Sehr gut. Seht ihr mich? Ja. Ich habe Sie haben noch einmal in der Fruchthalle geboxt, ne? Ja. Und ich erinnere mich heute der zweite gewesen. Ja. Ne? Ist das schon länger her? Das war letztes Jahr im Mai, da bin ich auch deutscher Meister geworden. Ja, ja, ja. Und in der Fruchthalle bin ich eigentlich Stammgast. Also da boxe ich regelmäßig, eigentlich einmal im Jahr. Da hinten ist auch mein Trainer, eigentlich meine beiden Trainer. Und er ist auch der Veranstalter, genau, der auch gerade gewunken hat, der Frank Key. Okay. Er nur mein alter Trainer und mein Manager. Die so. Natürlich. Jetzt wissen wir alle, was wir zu tun haben. Das nächste Mal, wir schauen das in Ludwigsburg und dann hoffen wir, dass Sie bald wieder in der Fruchthalle sind. Alles Gute. Dankeschön. Servus Leute, ich bin jetzt gerade bei Elite. Ich würde mich gerne bei allen bedanken, die für mich gewotet haben. Hat nicht ganz gereicht, aber trotzdem nochmal Dankeschön. Ich freue mich auch für die, die gewonnen haben natürlich. Für die Frauenmannschaft und für den Sportler des Jahres, wie auch für die Sportlerin des Jahres. Was jetzt bei mir in nächster Zeit noch ansteht, nächste Woche fahre ich nach Zweibrücken, mache da Sparring mit dem Senat. Dann ist noch was mit Agit Cavaliel geplant. Jetzt am Samstag ist auf The Zone, wird Boxen auf The Zone gezeigt in Offenbach. Da werde ich dann auch mit am Start sein als Co-Kommentator und Boxexperte. Wird auch eine lustige Sache, ist was Neues für mich. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Aber ich mache in letzter Zeit so viele Sachen, die ich vorher nie gemacht habe und irgendwie komme ich ja schon zurecht damit. Ja, deshalb bin ich auch gerade bei Elite. Ich muss mir was Schickes kaufen. Also ich muss ja schon ordentlich aussehen. Mann, du guck mal, was für ein Pro ich bin. Ha? Guck mal, wo es nur geht. Der realisiert es gar nicht. Ja. So. Okay, also. Jetzt aber. Danke nochmal. Ich freue euch nochmal, gell? Bro. Ciao. Vielen Dank. Ja, was? Ich hab zu danken. Danke. Wenn du Dachschaden hast, rufst du mich an. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, abonnieren, liken, kommentieren. Das volle Programm, so wie immer. Und dann sehen wir uns am Wochenende auf The Zone, genau. Bis dann, gell? Entschuldigung. Hallo.